Jeder kleine Dieb und Hehler dieser Stadt will einen Teil des großen Kuchens haben. In dieser Stadt befinden sich immer noch eine ganze Menge Artefakte aus den Tempelruinen im Umlauf. Das allein ist nicht weiter schlimm. Doch leider werden viele davon immer wieder aus der Stadt geschmuggelt und verschwinden im Banditenlager des Dawn. Wenn ich bloß wüsste, wie diese Artefaktschmuggler das bewerkstelligen. Das Loch muss endlich gestopft werden. Welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Sie ist intakt und sie wird es auch noch so lange sein, wie die Zahl derer, die nicht dem Gesetz folgen, klein bleibt. Sollte allerdings das Verbrecherpack versuchen, die Oberhand über die Stadt zu erringen, müssen wir etwas dagegen unternehmen. Jeder hat dem Gesetz des Inquisitors Folge zu leisten. Wie kann ich dich unterstützen? Ich brauche loyale Männer, die in meinem Sinne handeln und mithelfen, diese Stadt intakt zu halten. Wenn du mir helfen willst, dann unterstütze mich, die verbrecherischen Banditen im Zaum zu halten. Toll. Bernie? Ich werde dem Vogel auf keinen Fall helfen. Was willst du? Was machst du hier? Ich bin Ausbilder. Ausbilder für den Stachkampf. Aber hier gibt es nichts für mich zu tun. Wie meinst du das? Carlos hat fast alle Männer in die Stadt geschickt. Da bleibt wenig Zeit für die Ausbildung. Was ist mit dir? Möchtest du trainieren? Nö. Ah, Wasserfass. Ja. Es gibt eine kleine Diskussion jetzt, wie der Spieletitel ausgesprochen wird. Manche sagen Risen, manche sagen Risen. Ich habe am Anfang auch Risen gesagt. Ja, im offiziellen Trailer von, wie nennen die sich, Deep Silver oder so, wird von Risen gesprochen. Jetzt haben mehrere aber schon gesagt, ja, das Ding heißt Risen. Und ja, ich bleibe jetzt einfach bei Risen. Ich habe am Anfang Risen auch gedacht, aber ich sag mal, wenn die das im Trailer so sagen, dann wird es so sein. Risen, das ist wahrscheinlich die dritte Form des Verbs rise. Und ich denke mal, das wird gemeint sein. Ich weiß, dass das Verb rise ist und to rise. Oder that rise hier, der Aufstieg. Aber ja, risen ist eben die dritte Form. Und risen eben. Aufgestiegen. So, das vielleicht mal kurz zum Titel. Das sind wahrscheinlich die Tempelruinen gemeint oder vielleicht der Aufstieg von Don Esteban, man weiß es nicht. Das sind nur Idioten. Unbedeutende Idioten mit Ordenskriegernamen. Ja, ist bedeutender, der hat einen eigenen Namen. Ist immer so in Rollenspielen. Was ist das für eine Tür? Ah. Kommt jemand? Nein, wollen wir jetzt mal die Kiste leer räumen hier. Vorher speichern, wichtig, die stehen ganz schnell hinter ihm. Und nochmal von der Farm. Verdammt, wie habe ich denn überhaupt? Ja, gut. So schnell wie der Wind. Okay. Schwachholding, okay. Goldmünzen. Rostiger Zweihänder, das ist schön. Aber ich bleib erstmal bei Einhandwaffen. Naja. Hier noch drinne. Brot, Käse, Bier. Das reicht doch für Abendbrot. Ja, Risen. Ich nehme einfach alles mit, was nied- und nagelfest ist. Kannst ja vielleicht verkaufen. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass so ein rostiges Schwert so viel wert ist. Aber ich glaube, das kann ich in die Klaue hier. Macht er mich fertig, ne? Was ist das eigentlich? Was das Carlos? Gucken, ob ich den beklauen kann. Hier steht etwas über Magie. Ah, das ist schön. Mal gucken, ob ich den beklauen kann. Oder ob er das dort unten sieht. Und Bierbein. Und er hat nicht gemerkt. Ring.
Na, noch was hier. Ich kann nicht Carlos selber beklauen. Ich habe keinen Taschendiebstahl. Hinten noch was? Unter dem Bett noch was? Nee. Dann hauen wir mal ab. Carlos. Du Arsch. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Und mich würde das gerne mal interessieren, wie ich nun wieder aus der Stadt rauskomme, weil ansonsten, also ist es ja ziemlich langweilig, sich in der Stadt hier bloß zu bewegen. Ich glaube, ich bin jetzt schon 15 Videos in der Stadt oder so. Und ja, irgendwann wird es ja dann doch mal langweilig und ich würde schon gerne mal wieder aus der Stadt raussetzen. Muss ich hier unten auch beklauen? Ich beklaue die einfach mal. Hier noch irgendwas? Ein Apfel. Eine Schatzkiste, glaube ich mal. Na gucken. Theoretisch kann ich jetzt dort unten auch noch mal beim Donner einbrechen. Gold, Fackel. Oh, das ist schön. Keine Sau merkt's. Alle Pense. Ah, nee. Und nochmal. Ach, was sind denn das für Kisten? Naja, gut. Dietrich kostet nicht die Welt, sag ich jetzt mal. Oh, die schon wieder. Jawohl. Ja, manchmal geht's ganz schnell, manchmal braucht man 5 Dietriche für so eine Kiste. Ein Schrank, haben die nur einen Schrank hier? Hier so ein nee, der geht nie auf. Na okay, haben wir alles. So. Hier noch eine Kiste. Schleifstein. Naja gut, was soll's. Das ist jetzt echt sinnlos gewesen hier. Das hat mich jetzt nicht weitergebracht hier. Oh, was soll's. Ich versuche es beim Donner einzubrechen. Vielleicht klappt das ja. Jetzt muss ich noch mal genau hier hinten rein. Hoffentlich rennt diesmal nicht so viele rum hier. Ja. Wir brechen erneut beim Don ein. Oh, wer steht denn? Da liegt jemand. Oh. Was ist los? Franz! Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Was hast du denn verbrochen? Die Weißen sind heiß auf 3 sehr wertvolle Artefakte aus den emporgestiegenen Tempeln. Es sind 3 seltene Goldschalen. Eine davon habe ich versteckt. Die Weißen wollen, dass ich ihnen verrate, wo. Außerdem soll ich ihnen sagen, wer die anderen beiden Schalen... Ich weiß schon, wer die anderen hat. Da können sie lange warten. Solange sie mich nicht angemessen dafür bezahlen, sage ich denen gar nichts. Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Sicher. Meine Brüder und ich, wir haben's einfach drauf. Verstehe. Du bist einer der Drillingsbrüder. Ihr seid aber sehr von euch überzeugt. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Für wen arbeitet ihr, Drillinge? Wir sind unabhängig. Wir arbeiten für den, wer am besten zahlt. Ob Don oder Inquisitor ist uns egal. Wir suchen nach Gold, Gefahr und Herausforderungen. Und das als Schatzsucher? Ja, ja. Spotte du nur. Wenn du glaubst, dass nur die Kämpfer ihr Leben riskieren, dann hast du dich geschnitten. Die Höhlen und Ruinen dieser Insel sind tückisch und mordsgefährlich. Was nehmt ihr denn so für eure Arbeitskraft? Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job für uns hast, lass es uns wissen.